Hi Leute, heute gibt es meine Juni-Favoriten und ich muss sagen, der Juni ging verdammt schnell rum, aber wirklich noch krasser als sonst, weil irgendwie war ich total in Prüfungsstress und überhaupt Stress mit Beendigung meiner Ausbildung und was weiß ich noch alles, voll viele Termine und dann war ich am Wochenende immer weg und viel mit Freunden was gemacht und irgendwie war der ganze Monat so schwupp weg und ich dachte so, huch, okay, naja. Auf jeden Fall ein paar Favoriten habe ich dann durchaus schon, ne? Und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass sich ein bisschen was wiederholt von den Mai-Favoriten, aber das sind halt sozusagen Favoriten von den letzten Monaten sozusagen. Und da fange ich schon mal an mit der Sache, die ich vergessen habe, denn die liegt im Bad und meine Schwester ist gerade im Bad, da komme ich jetzt nicht rein. Und das wäre die Foundation von Maybelline. Die habe ich ja letztes Mal schon gezeigt und die habe ich eigentlich einen ganzen Monat über getragen und ich finde sie immer noch klasse, hält super toll und kann meiner Meinung nach auch mit MAC mithalten. Nur, dass sie 10 Euro weniger kostet. Oder 20 Euro weniger. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube sogar 20 Euro weniger, weil eine MAC Foundation kostet, glaube ich, 28 Euro. Von daher top. Dazu habe ich eigentlich den ganzen Monat das Fit Me Powder von Maybelline noch dazu getragen. Ist es auch schon relativ gut leer. Und ja, was kann ich dazu sagen? Ich mag es einfach, weil es schön mattiert und ist nicht zu krass und macht nicht so cakey. Allerdings habe ich das dann auch meistens mit der Quaste aufgetragen. Sollte man ja nicht unbedingt, aber egal. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich gut. Und mal gucken, wie sich das jetzt noch die nächsten Monate verhält, bis es leer ist. Ich berichte dann. Dann geht es eigentlich weiter mit dem Augen und Lippen. Augen, so wie ich es jetzt heute auch habe. Ja, muss ich sagen, mein Favorit ist definitiv mein Catrice Eyebrow Kit. Denn, fangen wir mal klein an. Ich liebe, liebe, liebe diese Pinzette. Das ist die beste, die ich überhaupt je hatte. Und das, ihr seht, wie toll ich es benutzt habe. Es ist schon kaputt. Ja, es ist sehr ergiebig, wie man sieht. Und es hat halt zwei Farben. Einmal hell, einmal dunkel und ich nehme die dunkle halt immer für meine Augenbrauen hinten. Vorne ein bisschen dunkel und den Rest dann mit hell ausfüllen. Und ich habe die aber jetzt auch als Lidschatten benutzt. Und zwar mit dem Pinsel hier. Irgendwie den habe ich jetzt lieben gelernt. Und jetzt, da er auf dem Boden lag, ist natürlich Staub drin, kann ich ihn gleich mal waschen. Das ist von Zoeva, die Crease Brush, die 228. Moment. Zoeva ist jetzt gerade ja eh wieder ziemlich im Kommen und ja, sehr schön fluffig und mit dem trage ich dann immer noch dieses Augenbrauenpuder als Lidschatten auf. Ich komme mal kurz näher. Ja. Und das passt halt ziemlich gut zusammen und es geht auch schnell, weil man das eh in der Hand hat morgens. Und ja, es sollte halt schnell gehen. Dann habe ich die Catrice Glamour Doll Mascara ausprobiert. Das ist die Curl and Volume. Also nicht die normale. Die normale fand ich ja irgendwie total scheiße, aber kann auch sein, dass ich einfach ein schlechtes Produkt hatte. Oder jemand, der sie nicht ganz zugemacht hatte, weil die war total trocken und hat nichts gemacht. Und die hier finde ich schon mal besser. Ja, sie hält eigentlich, was sie verspricht. Sie macht ordentlich Schwung und Volumen. Allerdings nicht so viel Länge, was bei mir natürlich wichtig wäre. Deswegen bin ich nicht zu 100% zufrieden, aber ich fand sie eigentlich für den Alltag ziemlich gut. Und ließ sich auch relativ gut schichten und ja, habe ich heute auch drauf. Sieht man jetzt eh nicht, aber egal, ich mag sie auf jeden Fall. Und sie ist besser als die andere. Und ich wollte auf jeden Fall die Waterproof noch ausprobieren, weil die ja irgendwie von allen empfohlen wird. Und ja, das kommt dann noch. Vielleicht nächsten Monat. Auf den Lippen hatte ich meistens das hier drauf, auch wenn es knallig war, aber mir war das irgendwie scheißegal. Das ist von, also Moment, Astor Soft Sensation Lip Color Butter in 10 MAC Infusia. Die Schrift ist schon so gut wie weg. Auf jeden Fall MAC Infusia. Habe ich gerade auch drauf, allerdings noch mit was anderem drunter, deswegen male ich mich mal kurz an. Kann man gut schichten und sieht so aus, also ordentlich krass. Und ich hatte irgendwie voll Bock drauf, ich weiß auch nicht. Ein bisschen Statement-Lippen. Und ja. Ich finde, es passt irgendwie gut zusammen, wenn man was Schlichtes anhat. Dann nochmal Favoriten von letztem Monat. Und zwar, ich kann nicht anders. Ich liebe, 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 liebe dieses Haarspray. Das ist jetzt schon meine zweite Pulle und die ist so gut wie leer.
Und ich werde sie mir definitiv auch nachkaufen. Ich hoffe, es gibt bald mal wieder so ein Sonderangebot und ja. Ich liebe dieses Haarspray deswegen, weil es erstens gut riecht. Zweitens, die Haare mega schön fluffig macht. Drittens, es mega geil, so einen Sprühnebel hat. Und ich ersticke nicht. So als letzten Punkt. Denn das Problem habe ich irgendwie immer bei Trockenshampoo und bei Haarsprays und bla. Das, alle nennen es übrigens immer Duft. Das hat irgendwie nichts mit dem Duft zu tun, ja? Das hat jetzt mal Duft. Die meisten sind ja sehr neutral. Sondern die Konsistenz, diese Treibhausgase oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall schnürt es mir teilweise die Kehle zu. Und bei dem ist das halt überhaupt nicht der Fall. Ich kann mich da einnebeln und kein Problem. Von daher, Sieg auf voller Linie. Deswegen musste ich es jetzt einfach nochmal erwähnen, weil es geht gar nicht anders. Deswegen, das ist jetzt Big Love überhaupt. Und ja. Genauso wie ich nochmal erwähnen möchte, den Baby Yankee Quick and Clean Augen-Make-up-Entferner. Wie ihr seht, der ist jetzt schon halb leer. Zugegebenermaßen, ich habe nebenher noch zwei andere, die ich leer machen möchte. Also einen möchte ich leer machen, den anderen teste ich aus. Und ansonsten habe ich den hier sehr geliebt. Und ich habe den auch überall mit hingeschleppt, wenn ich unterwegs war, weil ich ihn einfach mega mag. Und ja, ich finde den auf jeden Fall besser als den von Maybelline. Und ja, probiert den aus. Bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch noch labere. Und Duschgel habe ich ja sonst immer meinen Favoriten des Monats, aber irgendwie diesen Monat keinen, weil ich eher am Leermachen bin. Und das waren jetzt nicht unbedingt Favoriten-Duschgele, sondern einfach zum Leermachen. Und ja, also nicht so besonders. Dafür habe ich ein neues Lieblingsparfüm, zumindest für den Monat, gehabt. Und zwar habe ich mir von Escada endlich Cherry in Dea besorgt. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob auf eBay oder Kleiderkreisel, aber ich glaube auf eBay. Auf jeden Fall ist das die 100ml Pulle, weil es gab nur noch die. Und ich habe sie endlich. Und ja, ihr wisst ja, ich stehe total auf Kirschgeruch und Kirschgeschmack und Kirsch, Kirsch, Kirsch. Und ja, deswegen habe ich mir den Monat die ganze Zeit das draufgeballert. Und im Vergleich zu den anderen Parfüms sieht man das diesmal sogar ein bisschen. Ganz minimal. Ja. Und was dafür natürlich auch noch ziemlich gut ist, ist mein neues Schätzchen. Das kennt ihr bestimmt alle schon, der Hype ist schon 100 Jahre alt. Und zwar diese Travallo-Dinger. Das sind ja diese kleinen Parfümfläschchen zum Mitnehmen, wo ihr einfach euer Lieblingsparfüm reinmachen könnt. Hier ist noch ein kleines Fenster. Sprühkopf, ganz normal. Auf jeden Fall hat es unten so ein Loch. Und da macht ihr einfach diesen Deckel ab. Wenn ich es jetzt noch bei dem hinkriegen würde. Damit ihr hier diesen Böppel da habt. Und da könnt ihr das dann einfach draufstecken und so pumpen. Und da passiert dann auch nichts, läuft nicht aus, kein Ding. Und dann könnt ihr euch vollsprühen, was für mich ziemlich gut ist, weil ich sprühe normalerweise nur morgens. Und dann verfliegt es ja nach ein paar Stunden, aber ich bin halt bis nachts unterwegs. Und ich kriege mein Parfüm nicht leer. Und bevor mir das alles kippt, nehme ich es lieber mit und besprühe mich nochmal. Von daher, perfekt. Ist allerdings etwas teurer. Kostet 15 Euro. Aber bevor mir ein 70 Euro Parfüm kippt, weil ich es zu wenig benutzt habe, dann zahle ich lieber einmal 15 Euro für alle meine teuren Parfüms dann dieses Teil. Ich meine, das kann man ja, wenn es leer ist, kann man ja... Irgendwie kriege ich da schon Wasser rein, sagen wir es so. Irgendeine leere Parfümflasche oder so. Und dann kann man das ja, noch ein bisschen austauschen. Und das ist eigentlich kein Ding. Ich werde mir auch noch ein paar mehr davon kaufen, weil ich ja viele Parfüms in Benutzung habe. Da ist jetzt zum Beispiel Lovados drin noch, weil ich liebe es und es passt farblich. Und ich quatsche schon wieder zu viel, deswegen belassen wir es dabei. Teuer, aber gut und nützlich. So, das war's zu den Beauty-Favoriten. Und jetzt kommen wir zum Rest. Und zwar zum einen, ich liebe immer noch Soulseeker. Ich kam zwar nicht wirklich zum Lesen, aber wenn ich gelesen habe, dann... Auch wenn es nur ein, zwei Kapitel waren, ich habe es geliebt. Von daher meine Riesenempfehlung für euch, bitte lest das. Ihr könnt auch die Hardcover kaufen, die sehen komplett anders aus, aber ja. Ich kann Soulseeker nur empfehlen und ich denke, ich werde mir auch Evermore, also die vorherige Serie, holen, weil das Problem ist, ich habe jetzt mit den Taschenbüchern angefangen und Band 3 und 4 der Taschenbücher kommen erst in zig Monaten raus und da würde ich die Krise kriegen. Deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal Abstecher machen, andere Bücher lesen. Aber bin da schon relativ weit. Also ich denke, das kriege ich dann im Juli fertig. Und dann gibt es auch noch eine Rezension, deswegen sage ich dazu jetzt nicht so viel.
dann muss ich nochmal sagen, mein kleiner, süßer Eulen-Terminkalender war ein Favorit, weil ich einfach ohne den ganzen Stress und die ganzen Termine nicht durchgehalten hätte. Und ich habe mir dann jedes Mal schöne To-Do-Listen gemacht und es ist so beruhigend, wenn man diese To-Do-Liste einfach Strich für Strich halt oder Punkt für Punkt durchstreichen kann und denkt, ja, ich habe was geschafft. Von daher, yay! Und es sind Eulen drauf. Es sind Eulen. Ja. Dann etwas, wo ihr wahrscheinlich denkt, oh Gott, die Alte hat es auch endlich geschafft. Film bzw. Serienfavorit des Monats. Ich habe es endlich geschafft, Game of Thrones anzufangen. Und bis jetzt finde ich es richtig geil. Von daher, das ist jetzt nur die erste Staffel. Ich wollte mal gucken, ob es mir gefällt. Und ich werde wahrscheinlich mir auch die zweite und dritte holen. Aber ganz durch bin ich noch nicht, weil ich mit meinem Kumpel Nori das angefangen habe. Und wir haben uns das vorgenommen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, gucken wir wieder zusammen weiter. Deswegen, ja. Aber Game of Thrones ist echt... Sag mal so, der Anfang hat mich etwas irritiert, weil es halt echt zu gruselig für meinen Geschmack anfängt. Weil ich mag das ja eigentlich überhaupt nicht. Wisst ihr ja. Und der nächste Gedanke war dann, heilige Scheiße, geht's da ab. Also die ersten paar Folgen, die waren ja schon... Was? Okay. Ich habe irgendwie was anderes erwartet, aber es geht ganz schön gut ab. Also ich werde gut unterhalten, würde ich sagen. Ja. Dann mein absoluter Lieblingssong den Monat, den habe ich jetzt auch erst entdeckt, beziehungsweise ich habe sie wieder entdeckt, weil ich sie ewig nicht mehr gehört habe. Das war von Stefanie Heinzmann, wenn ihr sie noch kennt. Die wurde mal von Stefan Raab, glaube ich, gecastet. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich liebe ihre Stimme und mein Song des Monats war Unbreakable. Und ich habe ihn immer noch im Kopf und ich denke die ganze Zeit nur an diesen Song und ich könnte die ganze Zeit mitsingen. Und wie der Titel schon sagt, Unbreakable, hat mich in diesem stressigen Monat ziemlich unterstützt. Und es sind auch Sachen passiert, also ganz zum Schluss sind Sachen passiert, wo ich mir echt dachte, nee, das kann's nicht sein. Und da hat mir dieser Song dann auch wieder Kraft gegeben. Genauso wie mir aufgefallen ist zum Thema falsche Freunde, wie wichtig es ist, wahre Freunde zu haben. Und eine, die ist mir jetzt schon extrem ans Herz gewachsen, weil ich sie Ende des Monats dann, also wir haben jetzt Anfang Juli, nur zur Info, weil ich sie Ende Juni dann besucht habe. Und ja, die Rede ist von Izzy oder Icy Blue Eyed, wie sie auf YouTube heißt. Und ja, ich freue mich einfach, sie kennenlernen zu dürfen und ich vermisse sie. Verdammt nochmal, ich muss sie unbedingt wiedersehen. Das, ja. Wir sind einfach total bekloppt und haben ungefähr dieselben Interessen, wenn auch nicht den gleichen Style, aber dieselben Interessen. Und wir kommen einfach super miteinander klar. Von daher, yay! Sehr gute Freundin. Und das jetzt schon. Ja. Und dann kommen wir zu meinen Lieblings-YouTubern neben Izzy. Denn irgendwie ging es so wie letzten Monat erstmal weiter. Und zwar mit Beauty-Hexerei. Denn bei ihr ist jetzt ziemlich viel los auf dem Kanal, seit sie vor allem diesen... Ah, wie heißt denn? Beauty-Plausch? Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Reihe heißt. Auf jeden Fall so ähnlich. Oder Geplauder? Beauty-Plausch? Nein, ich glaube Beauty-Plausch. Auf jeden Fall macht sie jeden Sonntag, glaube ich war es, oder jedes Wochenende, ein Video über die Woche, sozusagen Favoriten der Woche und was sie entdeckt hat und die News und YouTuber und keine Ahnung. Auf jeden Fall schön lange Labervideos und da ich sie eh liebe, also ja, muss ich nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall, ich höre ihr sehr, sehr gerne zu und es sind lange Videos und regelmäßige Videos und sie haut momentan ein Video nach dem anderen raus und ich habe sie deswegen die ganze Zeit noch weiter geguckt. Genauso wie Laura von Krone, die habe ich jetzt auch wieder sehr viel geguckt, da sie jetzt wieder ein bisschen mehr Videos gemacht hat. Und ja, ich finde sie einfach total süß. Und ja. Ansonsten, wenn ich auch wieder entdeckt habe, ich habe es jetzt schon mal genannt, glaube ich, war die Scarlett. Den kompletten YouTube-Namen weiß ich gerade nicht mehr, steht eh alles in der Info, ne? Keine Ahnung, die Frau fasziniert mich einfach, weil sie einfach wunderschön ist, ein Selbstbewusstsein hat wie kaum jemand anderes und halt auch Entschlossenheit ausstrahlt und Power und ja, sie ist einfach toll.
Von daher, und es macht einfach Spaß, ihr zuzuhören. Auch wenn ich nicht alles verstehe, ich gebe es ja zu, ich kann nicht so gut Englisch. Aber ich kann sie euch wärmstens empfehlen, dass ihr euch mal auf ihrem Kanal umschaut. Und zum Schluss hätten wir dann natürlich nochmal die Booktuber-Front. Und zwar mit Sarah John angefangen. Die mich sehr fasziniert hat mit ihren Haaren diesmal. Auch, ja, weil irgendwie die wechselten ständig. Im Juni war irgendwie Experimentiermonat. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich in ihr Twitter oder in ihren Kanal reingeguckt habe oder in Facebook, dachte ich mir dann immer, schon wieder was Neues, was? Okay. Und ja, also haarfarbenfreudig war sie auf jeden Fall und sie hat mir Lust gemacht zum Haare färben. Also vielleicht bin ich bald wieder bunt. Mal gucken. Und ansonsten Schokibooks, weil sie einfach so viele Videos machen und ich es liebe, ihnen zuzuhören und weil sie einfach total knuffig sind und ich sie gerne mal kennenlernen würde, ehrlich gesagt. Und ja, ich habe irgendwie total Bock auf Lesen und ich habe mir ja schon so viele Bücher gekauft. Ja, ich hoffe einfach nur, dass ich alles jetzt ganz schnell noch rumkriege, die restlichen Termine, und dass ich dann endlich Zeit für mich habe, Zeit zum Lesen, Zeit für YouTube, Zeit für alles. Und ja, das wird schön. Das wird richtig schön. Und ja, das war es dann auch für meinen Favoriten. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, denke ich zumindest. Weil Futterfavoriten hatte ich nicht wirklich. Ich habe immer das ganze andere Zeug wieder gegessen und ich hatte gar keine Zeit zum Essen, ehrlich gesagt. Also, es war immer nur so mal kurz da was, zack, rein und nächster Termin so. Und deswegen, naja, das fällt jetzt halt mal flach. Vielleicht die nächsten Monate. Ich habe ja Zeit zum Essen, ja. Vielleicht mache ich auch das gewünschte Food Diary mal über eine Woche oder so. Das wurde ja mal angefragt und das könnte ich eigentlich mal machen. Ja. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei allen anderen Videos, die ihr schaut, bei allem, was ihr tut. Ich wünsche euch Gesundheit, Durchhaltevermögen bei dem Wetter momentan, denn nach Sommer sieht das nicht aus. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.